Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 28. Folge Witchcraft and Wizardry. Ich glaube, es ist die 28. Folge. Wir haben immer noch einen Nimbus 2000 und wir können jetzt langsam uns wieder neuen Quests widmen, ne? Aber erstmal würde ich sagen, wir gönnen uns den Spaß und fliegen eine Runde hier in Hogwarts. Oh, yes. Boah, es ist mega geil. Hui, hier über den verbotenen Wald rüber erstmal fliegen. Ja, da hat sich die Musik auch schon geändert. Es ist mega cool. Mega, mega cool. Hier ist Hagrids Hütte. Hi, Hagrid. Hier ist der Weg, der hochgeht. Wir fliegen mal so ein bisschen hier rum, ne? Das hier ist alles der verbotene Wald. Da hinten müsste irgendwo das Quidditch-Stadion sein. Da ist die Eulerei. Boah, ist schön, mal Hogwarts von oben zu sehen. Nice. Wenn es nachladen würde. Oh, cool. Bin gerade ein bisschen still, weil ich das ein bisschen genieße. Hier ist der Weg, der glaube ich nach Hogsmeade führt, ne? Turn back, you've flown too far. Ich gehe immer zu weit. Mein zweiter Bildschirm ist gerade ausgegangen. Oh, da ist er wieder. Ich hoffe, ihr hattet dich gerade eben einfach nur einen schwarzen Bildschirm. Upsi. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist gerade der zweite Bildschirm einfach schwarz gegangen. So, hier ist glaube ich auch nur Ozean, ne? Der See ist riesig. Boah, wir haben das, die große Halle von hier aus noch gar nicht gesehen. Das ist ja mal mega geil. Nice. Okay. Ist mega. Hier mit dem Besen rumfliegen ist absolut mega. Fantastisch. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, wir landen mal wieder. Frage ist, wo landen wir? Ich glaube, der Courtyard hier hinten wäre nicht schlecht, ne? Weil hier sind wir in der Nähe vom Klassenzimmer für Zauberkunst und da müssen wir sowieso hin. So. Perfekt. Okay, Leute. Schauen wir mal ganz kurz. So, das ist der Raum, den kennen wir. Charms, genau. Die soll ich, langsam kennt man sich aus. Langsam kennt man sich aus, Leute. Okay. Und jetzt hier entlang. Genau. Ich wusste es. Professor Flitwick. Bringen Sie mir jetzt bitte Wingardium Leviosa, aber oh. Welcome back, Students. Now, one of a wizard's most rudimentary skills is levitation, the ability to make objects fly. The charm Wingardium Leviosa will allow you to levitate certain objects. To focus on an object to levitate, start by double-clicking. After that, you can click F to once to levitate the object and click F again to release it. Okay. When levitating an object, simply look where you want it to go. You can use the mouse wheel to adjust its distance to you. Ooh, okay. Interesting. This spell is particularly useful for moving heavy objects, heavy blocks into switches to trigger irgendwas. I've put up an obstacle course that will require you to use the levitation spell. Und wahrscheinlich noch ein paar andere. Wahrscheinlich mit Skeletten. Best of luck. Dankeschön.
Okay. So. Wingardium Leviosa. Es ist Leviosa, not Leviosa. Wir wissen es doch alle. So. Okay. Okay, also folgendes. So. Und dann heben wir das hier mit F hoch. Mit dem Mausrad können wir es näher ran und weiter weg. Okay. Und dann F, um es fallen zu lassen. So. Oh ja, okay. Wie komme ich jetzt... Wie komme ich jetzt aus diesem Modus wieder raus? Ich... Okay. Ich bin gerade irgendwie total langsam. Ah, okay. Zauberstab einfach nicht mehr in der Hand halten. Alles klar. Okay. Wo hat der Flitwick diese ganzen Räume nur her? So. Da ist so ein Ding. Die Frage ist, wo ist der? Da sind vier Trigger. Okay, wir müssen vier von den Dingern finden. Das sollten wir gerade so hinbekommen. So. Numero uno. Bisschen weiter weg, bitte. Ich möchte auch was sehen. Ah, okay, wir sehen auch die anderen. Die sind da oben irgendwo. Au. Da hinten. Warum sind wir nur so langsam mit dem Ding? Na, hat Gründe wahrscheinlich. So, dann... Wie bin ich hier nochmal aus dem Menü wieder rausgekommen? Ah, Doppelklick. Das war's. Okay, hier hinten habe ich irgendwas gesehen. Na ja, schau mal einer an. Ich hasse es. Gefräßige Bücher. Der Albtraum eines jeden Ravenclaws. So, ich hole nicht den. Ich hole nicht den anderen Spruch raus. Das ist ein bisschen merkwürdig. By the way. Kann ich hier jetzt mit Shift Q auch? Ja, kann ich. Aber dann muss ich wieder den manuell auswählen, ne? Okay. Gut, aber gut zu wissen, dass wir mit Shift Q ganz einfach wieder auf Stupefy können. So. Okay. Ich sehe da noch einige von den Dingern. So. Da oben, ne? Wie kommen wir dann nur hoch? Ich sehe eine Treppe. Könnte hilfreich sein. So. Ah, ja. Hallo? Jetzt. So. Okay, bisschen weiter weg bitte. Und dann springen wir einmal. Aua. So, und einmal bitte hier rein. Hallo? Nein. Jetzt. Okay, wo war der letzte? Das ist ja fast so ein bisschen Cheating, wenn man das schon sieht. Ich glaube hier oben, ne? Ja. Yeah. So, dann einmal bitte runter. Und einmal bitte hier hinten runter. Wenn ich ein bisschen schneller gehen könnte. Das wäre fantastisch. Ich hänge irgendwo fest. Scheiß Treppengeländer. Unfassbar. Okay. Einmal bitte hier reinsetzen. Dankeschön. Ah. Nice. Okay. Ein Wiederholungssymbol. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Hier müssen wir auf jeden Fall rüber. Und scheinbar müssen wir hier erstmal rein. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Hier ist eine Kette.
Die resettet das gar. Ach, deswegen der. Okay. Aua. Hier unten scheint nichts zu sein. Wie kommen wir da rein? Oder kann ich das durch die Wand machen? Ich kann es durch die Wand machen. Lol. Okay. War das schon? Nee, okay. Ah, okay. I see. I see. Oh. Ah, deswegen die Wand. Oh je. Okay. Ich verstehe. Deswegen der Reset-Button. Jetzt kommen wir nämlich nicht mehr dran, ne? Doch, kommen wir noch. Okay. Jetzt muss ich den ein bisschen näher an mich ranholen. So nah wie möglich. Und jetzt wieder weiter weg von mir. Ja, okay, perfekt. Und jetzt müssen wir den runter. Jetzt habe ich ihn wieder verloren. So. Und dann. Ja, Gott. Bisschen weiter weg. Noch ein bisschen weiter weg. Das war zu weit, ne? Ich glaube, das war zu weit. Wussten? Ach, der. Ja. Hier oben durch. Das wäre ganz schlau. So. Ha hallo? Einmal bitte rein. Ja. Okay, verstanden. So, erstmal kurz ausplündern. Was ist hier drin? Eine Wizards Card. Nehme ich gerne mit. Okay. Und hier sind noch mehr. Okay, jetzt haben wir nur einen Block und zwei von diesen Triggern. Ich wette, wir müssen zuerst da rein und dann, was ist das hier? Wahrscheinlich wieder Reset, ne? Hallo? Ah, jetzt. Ja, ich glaube nicht, dass wir das machen müssen. Ich glaube, dass wir den erst hier reinpacken müssen. Dann können wir nämlich hier hoch. Was? Was? Himmel. Press F to rotate pillar. Okay. Jetzt ist der hier auf. Ach du liebe Zeit. Warte, ich gucke mir ganz kurz die Tafel vorne nochmal an. Okay. Jetzt müssen wir den einmal hier durch und hier hoch und darunter hier entlang. Und hier unten hin. So, dann lassen wir jetzt dort mal kurz liegen. Und jetzt machen wir den hier. Jetzt geht das auf. Und den hier einmal hoch, runter
dahin. Und dann packen wir ihn jetzt hier rein. So. Und jetzt drehen wir das Ding in der Mitte nochmal. Jetzt geht das hier hinten auf. Und jetzt müssen wir den wieder nehmen und das ist eine Sackgasse. Das ist nicht so toll. Aber wir können jetzt den hier hochführen. So, einmal da hoch. Hier wieder runter. Und hier raus. Nice. Okay. Sehr schön. Ist hier, ja, genau. Hier hinten muss der rein. Dann machen wir das mal ganz kurz. Zack. Jetzt hat sich hier garantiert irgendwas ganz Spannendes geöffnet. Zum Beispiel diese Tür hier. Warte mal. Hat sich das hier geöffnet oder eher hier hinten etwas? Nee. Hier definitiv nicht. Okay. Gut. Dann müssen wir mal schauen. Was genau hat sich hier jetzt verändert? Oh. Der ist jetzt um einen hochgegangen. Mal zwei. Wir brauchen noch einen zweiten von den Dingern. Okay. Ich probiere es mal kurz ein bisschen aus. Nee. Jetzt geht der hoch. Warte mal, das müssen wir nicht von hier aus machen. Hier müssen wir so ein Ding reinschieben, ne? Wir brauchen einen zweiten, deswegen steht da mal zwei. Ah, den können wir definitiv nicht rausnehmen. Wir brauchen einen zweiten. Die da kriegen wir auf jeden Fall auch nicht raus. Ich glaube auch nicht, dass wir einen von hier hinten klauen sollen, ne? Ich mach's trotzdem mal. Ja, das klappt nicht. Schade. Hätte ja sein können. Hätte sein können, dass wir die Map ein bisschen austricksen können. Wo bekommen wir einen zweiten her? Also erstmal, der hier muss natürlich umgeschoben werden, klar. Sonst kommen wir da nicht hin. So. Na, jetzt sind wir hier. Wir können jetzt den. Immer. So. Okay. Also, sobald wir den rausnehmen, macht er wieder das. Und er fährt sich auch nicht hoch, solange wir draufstehen. Das heißt, ich kann jetzt mich nicht auf den raufstellen und den hier wegnehmen. Das wird nicht gehen. Ne, weil jetzt geht er erst hoch, sobald ich hier nicht mehr draufstehe. Okay. Da scheint einer zu sein. Ah. Es muss auf jeden Fall etwas mit dem Ding hier oben zu tun haben, weil
Da oben ist auch dieses Loch, wodurch wir das Ding durchschieben können. Es ist der Block da hinten, aber dann... Na komm, wenn ich den jetzt hier rausnehme... Dann geht die Treppe hier nicht runter. Aber man versteht nicht, was das Ding macht. Okay. Gut, hab nichts gesagt. Dann nehmen wir den hier. Passt auch. Passt doch. So. Hallo? Einmal bitte hier durch und rein da. So. Okay. Jetzt müssen wir wieder runter. Au. So. Sehr schön. Okay. Und jetzt nehmen wir uns wieder den hier. Und packen den hier rein. So. Judy, dann gehen wir hier einmal kurz hoch. Und jetzt müssen wir das machen. Also, pass auf. Den hier nehmen da rein. So. Den hier nehmen. Da rein. Den hier nehmen. Da rein. Er sieht sehr beeindruckt aus. Den hier nehmen. Und da rein. Nice. Professor Flitwick, ich hab's geschafft. Fantastic! You've really got the hang of this. 15 points to Ravenclaw. The levitation charm is now unlocked. You can head to your next class whenever you are ready. It's Defense Against the Dark Arts with Professor Lupin. Sehr gerne. Okay, ich möchte wieder zurück. Okay, das war Wingardium Leviosa. Und ich glaube... Wir können jetzt schon einige Räume lösen, die wir vorher nicht lösen konnten. Bombarder Maxima. Okay, das müssen wir definitiv machen. Bombarder Maxima werden wir brauchen. Da haben wir schon geklaut. Okay. Very good. Ich weiß, dass wir unten in der Kanalisation dieses eine Rätsel haben, bei dem wir definitiv Wingardium Leviosa gebraucht haben. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob wir da nicht auch noch Vera Virtue gebraucht haben. Sonst würde ich das mal ganz kurz nachgucken. Hogwarts. The Entrance Gates, The Quidditch Pitch, Wumping Willow, Training Grounds, Wine Cellar, The Sewers. Wir reisen nochmal ganz kurz hin. Und schauen mal ganz kurz. Das war hier hinten, definitiv, genau. Hier mussten wir auf jeden Fall irgendwas mit diesen Steinen machen. Genau, hier muss man auch irgendwie springen, um den goldenen Snitch-Snatch zu bekommen. So, und dann mussten wir hier nämlich durch. Okay. Wir konnten hier, also wir brauchen Wingardium Leviosa und Bombarder Maxima. Gut, habe ich mir schon fast gedacht. Dann würde ich sagen, Ravenclaw Common Room. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Witchcraft and Wizardry wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und ich sollte das Schwert aus der Hand nehmen. Habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.